Wir haben gestern den ganzen Vorlesungsvormittag, also die Vorlesung gestern, dazu verwendet, Streuvorgänge zu beschreiben. Und ich glaube, die haben einigermaßen gesehen, worauf es ankommt, was die wichtigen Parameter sind und wie man Streuvorgänge beschreiben kann. Und insbesondere haben wir am Schluss darüber gesprochen, dass man einen Streuvorgang durch ein reduziertes Einkörperproblem darstellen kann, weil es handelt sich ja bei einem Streuvorgang natürlich um ein Zweikörperproblem, ein einfallendes Teilchen und ein Target-Teilchen. Und die Idee ist, dass man eben diesen Streuvorgang darstellt, übersetzt sozusagen, in die Bewegung einer reduzierten Masse μ, die sich in dem Feld der Wechselwirkungskräfte bewegt. Wobei meistens die Wechselwirkungskräfte konservative Kräfte sind, also beispielsweise keine Reibungskräfte. Das heißt, man hat es mit Kräften zu tun, die man als Gradienten eines Potentials darstellen kann. Daher sprechen wir in einem solchen Fall dann auch von Potentialstreuung. Und natürlich, und das ist ja das Wesentliche, hängt dann der konkrete Verlauf eines solchen Streuvorganges ganz wesentlich davon ab, was für ein Potential der Wechselwirkung zwischen den beiden Teilchen vorhanden ist. Und in der Übersetzung des reduzierten Einkörperproblems stellt sich das dann so dar, dass wir dieses Potential uns darstellen können, etwa durch ein solches Potentialgebirge hier. Das ist so ein Stück eines Drehparaboloids. Und das stellt also so einen parabolischen Verlauf einer potenziellen Energie dar. Sie sehen es auch dort im Bild. Und wir können uns also jetzt den Verlauf dieses symbolischen, reduzierten Einkörperproblems so vorstellen, dass dieses Potential hier ortsfest vorhanden ist. Und dann nehme ich hier eine solche reduzierte Masse μ, so eine Stahlkugel, und lasse die dann auf dieses Potentialgebirge los. Und je nachdem, wie das dann auf dieses Potentialgebirge trifft, wird es in verschiedener Weise abgelenkt. Aber bitte denken Sie dran, das ist jetzt nicht der konkrete, wirkliche Streuvorgang, sondern das ist die Bewegung der reduzierten Masse. Da ist nur eine, da sitzt gar keine Masse. Da ist nur dieses Wechselwirkungspotential. Denn das reduzierte Einkörperproblem funktioniert also so, dass man eben eine einzelne Masse μ betrachtet, in der stecken die beiden Einzelmassen drin, M1, M2, durch M1 plus M2, das ist diese reduzierte Masse, und die bewegt sich im Feld der Wechselwirkungskraft, dargestellt durch so ein Potentialgebirge, daher Potentialstreuung, und der Ortsvektor, um den es hier geht, ist der Relativvektor. Der Relativvektor zwischen beiden Massen ist hier der Ortsvektor. Dieses reduzierte Einkörperproblem muss dann, wenn man das realistisch umsetzen möchte, in den konkreten wirklichen Vorgang rückübersetzt werden, so wie ich Ihnen das gestern an der Tafel mit den verschiedenen Diagrammen
zu illustrieren versucht habe, wo man dann natürlich erst berücksichtigt, wie das Massenverhältnis der beiden Teilchen ist. Das führt dann zur konkreten Beschreibung des Vorganges, aber wir haben auch gesehen, dass der Streuwinkel, der sich für diese reduzierte Masse ergibt, wenn die da so auf dieses Potentialgebirge da losrollt, der Streuwinkel, den man hier beobachtet, der ist gleich dem Streuwinkel im Massenmittelpunkt, also im Schwerpunktsystem. Und wenn man aber dann wirklich auf die Laborbedingungen zurück will, um die Dinge dann konkret mit einem experimentellen Befund vergleichen zu können, ist es dann noch notwendig, diesen Streuwinkel Punktsystem zurück zu übersetzen in den im Allgemeinen kleineren Streuwinkel im Laborsystem. Dann hat man etwas, was man wirklich mit dem Experiment vergleichen kann, und es hängt dann davon ab, ob das zusammenpasst. Wenn es gut zusammenpasst, dann ist das ein starkes Indiz dafür, dass das hier gewählte Potenzial den konkreten Bedingungen auch wirklich entspricht. Auf die Art und Weise kann man durch so einen Streuexperiment dann in einer einigermaßen indirekten Weise auf die Verhältnisse in dem unmittelbaren Streubereich, der oft nur so groß ist wie ein Atom oder sogar vielleicht nur ein Atomkern, rückschließen. Das ist die Idee. Und das wollen wir jetzt auch durchführen, damit Sie sehen, was da zu erwarten ist. Wir haben hier da so eine Rinne, und da können wir von verschiedenen Höhen aus, entweder von hier aus oder eventuell von hier aus, dieses Teilchen, die reduzierte Masse, loslassen. Und der Abstand, wenn man da jetzt trifft, zum Zentrum hier, der Stoßparameter, das B, das wir gestern besprochen hatten, das ist dann übersetzt in den Abstand, wie er sich schon beim Schwerpunktsystem ergibt, und der gleiche Abstand ist auch der Stoßparameter, die Distanz, um die man beim Laborexperiment das Target sozusagen verfehlt, wenn man mit dem einfallenden Teilchen auf das Target zielt. Und da kann man hier diese verschiedenen Stoßparameter wählen. Und jetzt werden wir einmal schauen, wenn ich also den Stoßparameter in die Nähe von 0 lege, dann sehen Sie, Sie haben Rückstreuung. Ganz ist es uns noch nicht gelungen, noch ein Stück weiter. Naja, das ist sehr heikel. Relativ kleine Abweichungen. Jetzt ist schon ganz gut. Noch ein Stück mehr. Ja, also erklärt. Wir müssen ja auf die andere Seite Name kommen können. Das ist ganz gut. Das war also ein recht guter Fall für Rückwärtsstreuung. Da ist der Stoßparameter sehr klein. Sie können aber jetzt sehen, wenn man das einmal so beibehält, da haben wir also wirklich einen sehr großen Streuwinkel, wir haben also fast 180 Grad, nehme ich eine andere Energie, dann sehen Sie, dass das durchaus unterschiedlich werden kann. Aber wenn ich jetzt den Stoßparameter verändere, dann werden Sie gleich sehen, dass Sie eine andere Situation erhalten. Der Streuwinkel ist weniger groß. Nehme ich eine höhere Energie, dann ist der Streuwinkel wieder anders. Und gehe ich noch weiter weg, dann kommen wir auch zu einer, noch ein Stück weiter, dann kommen wir hier zur Vorwärtsstreuung, und wenn ich da eine größere Energie wähle, dann kriegen Sie auch wieder einen unterschiedlichen Streuwinkel. Wir können auch ruhig da noch weiter hinaufgehen, und Sie sehen, dann wird es noch geradliniger. Was Sie aus diesem Experiment qualitativ sehen können, ist, dass der Streuwinkel sowohl von dem Stoßparameter
als auch von der Energie des einfallenden Teilchens abhängig ist. Und daher kann man doch ziemlich interessante und sensitive Rückschlüsse auf dieses Wechselwirkungspotenzial schließen, weil man ja eben mit unterschiedlichen Energien und unterschiedlichen Stoßparametern auf die entsprechenden Targets zielen kann. Und mit einer derartigen Überlegung ist es eben dann auch gelungen, dass man, was Rutherford mit den Alpha-Teilchen an einer Goldfolie gemacht hat, sowohl die Abhängigkeit von der Teilchenenergie vom Stoßparameter ermitteln konnte. So etwas nennt man die Ablenkfunktion. Und für die Bedingungen des Rutherfordschen Streuexperimentes, wo man also davon ausgeht, dass in der Umgebung eines kleinen massiven Atomkerns es das Wechselwirkungspotenzial voneinander abstoßenden elektrischen Punktladungen ergibt, kommt man auf die Ablenkfunktion, dass der Tangens von Theta halbe, Theta ist der Streuwinkel im Schwerpunktsystem, gleich ist, das gebe ich Ihnen nur an, Z, die Kernladungszahl mal E Quadrat, das ist also die Elementarladung, die Ladung eines Elektrons oder Protons durch 4 Pi Epsilon 0, das ist aus der Elektrodynamik ein Theoriefaktor, mal 1 durch E mal B, wobei E die Energie, die Teilchenenergie des einfallenden Teilchens ist und B der Stoßparameter. Das ist eine Konstante. Und nachdem man diese Relation dann auch gut experimentell nachprüfen konnte, hat das dazu geführt, dass das Rutherfordsche Atommodell sich dann als erfolgreich erwiesen hat. Also so viel zur Ergänzung noch gestern der Streuvorgänge mit Hilfe dieses Modellexperimentes. Und damit wollen wir also die Beschreibung der Streuvorgänge abschließen. Und wollen uns jetzt wieder einem neuen Kapitel zuwenden. Wir müssen heute so durch den Bereich der klassischen Physik in möglichst zügigen Schritten durchlaufen. Das nächste, was wir jetzt tun werden, ist erstmals das reine Massenpunktmodell zu verlassen. Bisher hatten wir eigentlich nur Punktmechanik behandelt. Entweder eines oder mehrere Massenteilchen wurden betrachtet. Aber die Welt besteht nicht nur aus Massenpunkten, sondern auch aus makroskopischen Körpern. Und das Erste, was wir jetzt betrachten werden, wenn wir uns mit ausgedehnten Körpern beschäftigen wollen, ist derjenige Fall, wo diese Körper, die wir betrachten wollen, unverformbar, also starr sind. Im Gegensatz dazu gibt es dann die verformbaren Körper. Das sind dann entweder elastisch verformbare Festkörper oder auch Fluide, Flüssigkeiten und Gase. Das werden wir dann anschließend behandeln. Aber als ersten Schritt betrachten wir unverformbare, also sogenannte starre Körper. Natürlich ist das auch wieder, wie vieles in der Physik, eine Idealisierung. Wenn Sie eine genügend große Kraft auf einen Körper ausüben, dann wird er sich immer verformen und letzten Endes auch dann unter Umständen brechen oder zerfallen. Wir betrachten heute einen Bereich von Kräften, wo die Formänderung des betrachteten festen Körpers so gering ist, dass man den Körper in sehr guter Näherung als unverformbar, also starr betrachten kann.
Und daher betrachten wir jetzt einmal und behandeln im nächsten Kapitel 6 die Mechanik starrer Körper. Ein starrer Körper erlaubt also keine Änderung seiner Form, nicht deformierbar. Nun, bei diesen Körpern, solchen makroskopischen Körpern, tritt natürlich etwas qualitativ Neues auf gegenüber den Massenpunkten. Diese Körper können natürlich, wie die Massenpunkte, sich translatorisch fortbewegen, und das ist an sich nichts Aufregendes, das haben wir ja schon bei den Massenpunkten besprochen, aber sie können sich auch um eine Achse drehen, sie können rotieren, und insbesondere werden wir dann in weiterer Folge in diesem Kapitel jetzt uns beschäftigen mit den Rotationen von solchen starren Körpern. Und das führt dann letzten Endes auch auf die Kreiselbewegungen. Ein Kreisel ist auch ein starrer Körper, der sich um eine Achse, meistens um eine Achse durch seinen Schwerpunkt, drehen wird. Und da werden Sie dann sehen, da kommen doch einige neue Aspekte auf Sie zu oder auf uns zu, wenn wir das gemeinsam besprechen, die bei der reinen Translation von Massenpunkten noch nicht von Bedeutung waren. Also zusätzlich zur Translation auch die Rotation. Das bedeutet, dass wir es mit mehr Freiheitsgraden zu tun haben als bei Massenpunkten. Massenpunkte können definitionsgemäß nicht rotieren, weil nachdem sie keine nennenswerte innere Struktur haben, spielt auch der Begriff der Rotation bei einem Massenpunkt keine Rolle. Anders bei einem ausgedehnten starren Körper. Das heißt, zusätzlich zu den drei Dimensionen der Translation, was bedeutet drei Freiheitsgrade der Translation, kommen beim starren Körper weitere drei Freiheitsgrade dazu, und die betreffen die Möglichkeit, um drei verschiedene Raumachsen zu rotieren. Also ein starrer Körper hat noch zusätzlich drei Freiheitsgrade der Rotation, also insgesamt sechs Freiheitsgrade. Das ist schon ein wesentlicher Unterschied gegenüber der Behandlung von Massenpunkten. Natürlich werden wir dann die starren Körper, um den Anschluss an die uns jetzt schon bekannte Punktmechanik zu wählen, darstellen als zusammengesetzt aus einzelnen Massenpunkten oder aus einzelnen Volumens- oder Massenelementen. Und da muss man halt dann drüber summieren, um das Verhalten des gesamten Körpers damit beschreiben zu können. Wir werden in der Folge jetzt in zwei Schritten vorgehen. Es zeigt sich, dass es zwar einerseits interessant ist, die Bewegungen unter dem Einfluss von Kräften und Drehmomenten von solchen starren Körpern zu untersuchen, aber andererseits in vielen wichtigen Fällen ist es auch erforderlich, die Statik von starren Körpern anzuschauen. Also, wie wird es sein, unter welchen Voraussetzungen wird denn ein starrer Körper überhaupt im Gleichgewicht sein, statisch bleiben, wenn verschiedene Kräfte an ihm angreifen? Das werden wir uns also als erstes anschauen. Generell beschreiben wir einen starren Körper auf der Basis der Punktmechanik. Beschreiben wir so einen starren Körper dadurch, dass wir davon ausgehen, dass er besteht aus N-Teilchen, also zum Beispiel Molekülen oder Volumenselementen, das wird also im Allgemeinen eine große Zahl sein, die starr
miteinander verbunden sind. Das ist die Idee, wie wir so einen starren Körper beschreiben wollen. Und die Positionen der Teilchen werden durch verschiedene Ortsvektoren für jedes Teilchen, für jedes Volumens- oder Massenelement beschrieben. Das sind die Ortsvektoren, so wie wir das ja immer jetzt schon verwendet haben. Und dann haben diese Teilchen auch jedes eine gewisse Masse. Das sind also die Massen dieser Teilchen oder Volumenselemente, aus denen wir uns diesen starren Körper zusammengesetzt denken. Wichtig ist natürlich auch, dass so ein Körper ein Gesamtvolumen Groß V hat, das ist was Makroskopisches, und das ist natürlich eine Summe über viele VI, wobei die VI die Volumenselemente, die Volumina von einzelnen Volumenselementen oder Massenteilchen ist, oder man schreibt es als Integral über dV, wenn man sich also denkt, so wie man das ja sonst auch oft in der Mathematik macht, dass man das Volumen des ganzen starren Körpers in viele kleine Teilvolumina, also so Würfeln, zerlegt. Das sind dann so kleine Delta V, die halt alle aufsummiert werden, und im Grenzfall immer besserer Verfeinerung kommt man dann über zu diesem Integral über das Volumen dieses starren Körpers dV. Und natürlich auch die Gesamtmasse ist wichtig. Ganz in analoger Weise können wir schreiben, Groß M ist dann eine Summe über alle diese MI der einzelnen Massen, und das lässt sich auch als Integral dm schreiben, eben über das gesamte Volumen dieses Körpers. Man integriert über das ganze Volumen, und dieses dm ist dann das Massenelement, wobei man dieses dm dann auch noch schreiben kann als Rho mal dv, wobei dann Rho die Dichte des starren Körpers an der entsprechenden Stelle ist. Massenelement ist gleich Dichte mal Volumenelement, weil die Dichte ja Masse pro Volumenseinheit ist. Das ist also unsere allgemeine Beschreibung, die wir dann insbesondere bei der Beschreibung der Dynamik dieses starren Körpers benutzen werden. Aber jetzt sprechen wir zunächst über die Statik. Also wir gehen davon aus, auf einen solchen Körper greifen eine oder mehrere Kräfte an. Eine oder mehrere Kräfte greifen an dem starren Körper an. Wenn nun also eine Kraft auf einen starren Körper angreift, dann kommt es darauf an, diese Kraftwirkung zu charakterisieren. Und wesentlich ist, und das ist jetzt ein Unterschied gegenüber der Punktmechanik, wo es ja eigentlich nur auf die Größe der Kraft und die Richtung ankommt, den Kraftvektor also, wie die Wirkung auf einen Massenpunkt ist, bei einem starren Körper erweist es sich als sinnvoll, zur Charakterisierung der Wirkung einer Kraft zusätzlich zu dem Kraftvektor auch den Vektor des Drehmomentes, das dieser Kraft entspricht, bezüglich eines vorgegebenen, festgewählten Bezugspunktes heranzuziehen. Also, wir charakterisieren
Wirkung von einer Kraft. F-Pfeil kann charakterisiert werden durch einerseits den Kraftvektor F selbst, Kraftvektor F-Pfeil, aber zusätzlich noch und, schreiben wir das da eigens so dazu, also den Kraftvektor F-Pfeil und zusätzlich das Drehmoment, das dieser Kraft entspricht, bezüglich eines bestimmten Bezugspunktes B. Und dieses Drehmoment bezüglich eines Bezugspunktes B ist natürlich jetzt gleich dem Vektor zwischen dem Angriffspunkt der Kraft und dem Bezugspunkt beschrieben durch den Ortsvektor des Bezugspunktes, Kreuz dieser Kraft F. Um das klar zu machen, auch noch dazu, bezüglich des festgewählten Bezugspunktes B. Das ist der wesentliche Ausgangspunkt für unsere Überlegungen. Wir betrachten also nicht nur den Kraftvektor zur Charakterisierung der Wirkung der Kraft auf einen starren Körper, sondern auch den Vektor des Drehmomentes, das hervorgerufen wird durch diese Kraft, und zwar in Bezug auf den vorgegebenen Bezugspunkt B, der den Ortsvektor RB hat. Hier ist wichtig, und das werden wir in weiterer Folge heute noch brauchen, dass dieser Bezugspunkt je nach Erfordernissen unterschiedlich gewählt werden kann und dass er daher nicht automatisch, so wie wir das bisher immer so gedacht hatten, der Ursprung des Koordinatensystems sein wird. Wir hatten ja das Drehmoment bisher definiert als R Kreuz F. Das bedeutet, dass man sich auf den Ursprung bezieht als Bezugspunkt. Wählt man irgendeinen anderen Bezugspunkt, dann kommt es auf den Verbindungsvektor an, jetzt nicht vom Ursprung, sondern von dem Bezugspunkt bis hin zum Angriffspunkt. Und das ist dann gerade die Differenz zwischen dem Ortsvektor des Angriffspunktes und dem Ortsvektor des Bezugspunktes. Und das können wir uns gleich entsprechend klar machen. Und das möchte ich jetzt tun, damit Sie das auch schön sehen können. Wenn wir also einen beliebig geformten starren Körper betrachten, der schaut meinetwegen irgendwie so aus, so was Kartoffelartiges zeichne ich da meistens auf, damit Sie sehen, das braucht nicht irgendwas besonders Schönes, geometrisch Regelmäßiges zu sein. Und da können wir uns jetzt überlegen, an einem bestimmten Punkt P greife hier eine Kraft F-Pfeil an. Ja? Und wir wollen also charakterisieren, was wird denn also die Wirkung dieser Kraft sein, wie kann man das charakterisieren? Irgendwo nehmen wir den Ursprung des Bezugssystems an. Das heißt, der Angriffspunkt hat dann diesen Ortsvektor R-Pfeil. Aber wir wählen jetzt als Bezugspunkt
nicht diesen Ursprung, sondern einen Punkt zum Beispiel hier. Ein fest gewählter Bezugspunkt, der aber nicht der Ursprung des Koordinatensystems sein muss. Das Drehmoment dieser Kraft F bezüglich dieses Bezugspunktes ist jetzt dieser Vektor, Kreuz F. Und diesen Vektor bekommen Sie, indem Sie sich da mal den Ortsvektor des Bezugspunktes, Groß RB, RB-Pfeil hernehmen und dann sich diesen Differenzvektor anschauen, der ist einfach R minus RB-Pfeil, was Sie leicht erkennen können. RB-Pfeil plus R minus RB-Pfeil ist R-Pfeil. Das ist sehr leicht zu erkennen. Also Sie sehen, auf diese Art und Weise kann man hier sich sehr leicht das Drehmoment, das der Kraft F mit dem Angriffspunkt P und Ortsvektor R-Pfeil entspricht, bezüglich des Bezugspunktes B ausrechnen, R minus RB, das ist dieser Vektor, Kreuz F-Pfeil. Gibt es dazu einmal irgendeine Frage? Der Punkt P ist der Angriffspunkt der Kraft. Genau. Also die Frage war, was ist der Punkt P? Der Punkt P ist der Angriffspunkt der Kraft. Und da kann man sofort aus dem hier eine einfache Schlussfolgerung ziehen, nämlich, wenn wir jetzt da die Verlängerung dieser Richtung, längs der diese Kraft angreift, die sogenannte Angriffslinie betrachten, dann können Sie gleich erkennen, dass man diesen Kraftvektor längs dieser Angriffslinie verschieben kann, so dass dann natürlich der Kraftvektor selbst bleibt, was er ist, F-Pfeil, gegeben durch Länge und Richtung und Orientierungssinn, aber auch das R minus RB, Kreuz F, wird sich nicht ändern. Weil der Betrag ist ja gegeben durch diese Parallelogrammregel, also der Betrag von diesem R des Drehmoments NB ist ja bestimmt durch das von dem Vektor R minus RB und dem Vektor F aufgespannte Parallelogramm, seine Fläche. Und wenn Sie da diese Kraft längs der Angriffslinie verschieben, wird sich daher diese Fläche nicht ändern. Also man kann gleich erkennen, dieses NB-Pfeil bleibt ungeändert. N F-Pfeil oder der Angriffspunkt von F-Pfeil längs der Angriffslinie verschoben wird. Und das nennen wir auch diese Eigenschaft, dass die Wirkung einer Kraft, charakterisiert durch Kraftvektor und Drehmomentvektor, ungeändert bleibt, wenn man die Kraft längs der Angriffslinie verschiebt. Das nennen wir auch die Linienflüchtigkeit der Kräfte. Sie können natürlich sofort erkennen, wenn Sie die Kraft
woanders als längs der Angriffslinie angreifen lassen. Dass das dann zwar den Kraftvektor nach wie vor unverändert lassen wird, aber nicht den Drehmomentvektor. Insbesondere, wenn Sie davon ausgehen, dieser Kraftvektor greife zum Beispiel jetzt in den Bezugspunkt an, dann wird ja das R minus RB gleich 0 werden und dann wird dieses Drehmoment bezüglich des Bezugspunktes gleich 0 und anders als jetzt. Und damit, wenn Sie also generell die Angriffslinie verlassen, wird sich dieses Drehmoment ändern und wenn Sie sich am Ende gar mit der Kraft in den Bezugspunkt setzen oder den Bezugspunkt in diesen Angriffspunkt hineinlegen, dann wird das Drehmoment sich ändern. Also das bedeutet die Linienflüchtigkeit. Naja, also Änderungen gibt sich, wenn man die Angriffslinie verlässt. Und daher ist dann die angreifende Kraft nicht mehr gleichwertig zu der Situation, die wir jetzt haben. Also, kann man daraus eine Folgerung ziehen? Und zwar eine Folgerung, die jetzt den Fall betrifft, wenn mehrere Kräfte gleichzeitig an einem Körper angreifen. Das betrachten wir jetzt. Da haben wir, um das entsprechend dazu zu schreiben, eine Kraft betrachtet. Wenn man mehrere Kräfte angreifen lässt, um die es hier dann gehen soll, mehrere Kräfte, Fi-Pfeil, eine Anzahl mit einem entsprechenden Index, F1, F2 und so weiter. Wenn man mehrere Kräfte angreifen lässt, dann sind die nur dann gleichwertig zu der Summe von all diesen Kräften, wenn man sie als an einem Angriffspunkt angreifend gedacht, einem gemeinsamen Angriffspunkt angreifend denken kann. Das heißt, Sie können sich die Wirkungslinien von all diesen verschiedenen Kräften anschauen. Wenn sich die alle in einem Punkt schneiden sollten, können Sie alle diese Kräfte zu diesem Punkt hin verschieben und kriegen dann automatisch, dass also die gemeinsame Wirkung aller dieser Kräfte gleichwertig sein wird zu der Wirkung der Gesamtkraft, die an dem gemeinsamen Punkt angreift, wenn eben diese Wirkungslinien alle diesen Punkt treffen. Aber das werden Sie im Allgemeinen nicht tun. Denn im Dreidimensionalen können sich diese Wirkungslinien ja auch verfehlen. Und dadurch ist es dann gar nicht möglich, die entsprechenden Kräfte Fi alle so zu verschieben, dass sie dann alle zu einem Punkt hin verschoben werden können, der dann eben der Schnittpunkt aller Wirkungslinien ist. Und da sieht es also so aus, als dass das nicht so einfach möglich wäre. Also schreiben wir da hier einmal zunächst her, dass mehrere Kräfte Fi nur dann gleichwertig zu ihrer Vektorsumme,
ihrer Vektorsumme Summe über Fi-Pfeil, wenn sie alle an einem, am gleichen Punkt angreifend gedacht werden können. Gleichen Punkt angreifend gedacht werden können. Naja, und das ist aber nicht so einfach, wenn man eben davon ausgeht, dass auf jeden Fall man dieses Prinzip der Linienflüchtigkeit betrachten möchte und heranziehen möchte. Und jetzt zeigt sich aber, dass man eine etwas allgemeinere Formulierung finden kann. Und auch für den Fall, dass man mehrere Kräfte hat, die so liegen, dass ihre Angriffspunkte nicht, ihre Angriffslinien nicht alle durch ein und denselben Punkt gehen, auch dann kann man es erreichen, dass man die Kräfte die ersetzt durch eine Summenkraft, die an einem gemeinsamen Angriffspunkt angreift. Und wir werden also jetzt so vorgehen, dass wir also die Wirkung aller Kräfte dieser Kräfte Fi-Pfeil, die an den Angriffspunkten Ri-Pfeil angreifen, jede Kraft an ihrem Angriffspunkt, dass wir diese Wirkung durch Summation über alle Kräfte darstellen, durch eine Gesamtkraft F-Pfeil, gleich Summe über I über alle einzelnen Kräfte Fi-Pfeil mit einem gemeinsamen Angriffspunkt. Und da wählen wir jetzt den vorgegebenen Bezugspunkt B. Das heißt, wir gehen davon aus, wir betrachten die Summe aller angreifenden Kräfte, zunächst einmal unabhängig davon, wo sie angreifen, und lassen diese Summe von den Kräften an dem gemeinsamen Angriffspunkt B, dem Bezugspunkt, angreifen. Mit gemeinsamem Angriffspunkt B. Und es wird charakterisiert durch diese Gesamtkraft und durch das gesamte Drehmoment. Und durch gesamtes Drehmoment, das nenne ich jetzt NB-Pfeil, das ist also nichts anderes als die Summe über I, über alle Einzeldrehmomente, NBI-Pfeil. Und diese NBI-Pfeil sind natürlich genau nach dem, was ich auch hier oben schon aufgeschrieben habe, eben gleich Ri-Pfeil minus Rb-Pfeil. Also Summe über I, Ri-Pfeil minus Rb-Pfeil.
B-Pfeil, Kreuz dieser jeweiligen Kraft Fi-Pfeil. Also das bezogen halt auf alle die Kräfte Fi-Pfeil. Ri-Pfeil minus Rb-Pfeil, Kreuz Fi-Pfeil. Naja, wobei man das auch umschreiben kann. Kann auch schreiben, dieses Nb, wenn ich hinein multipliziere, das ist dann auch gleich die Summe über I Ri Kreuz Fi plus, na minus, minus die Summe über I, na das schreibe ich gleich aus. Jetzt möchte ich das einmal mit einem Fetzen machen. Die Summe über I schreiben wir so auf. Ri minus Rb hatten wir als Rb-Pfeil Kreuz Summe über I Fi-Pfeil. Wenn wir da minus Rb Kreuz Fi haben, dann heben wir das da heraus. Das Rb ist ja allen gemeinsam. Wir haben dann minus Rb Kreuz die Summe über Fi. Wir haben aus Rb Pfeil Kreuz Fi Pfeil Summe darüber das Rb als konstanten Faktor herausgehoben und es bleibt dann hier eben nur stehen Rb Pfeil Kreuz Fi Pfeil. Also, wir haben einerseits die gesamte Kraft, andererseits das gesamte Drehmoment. Die beiden entsprechend unserer allgemeinen Überlegung charakterisieren die Wirkung der Kraft und in dem Fall die Wirkung aller Kräfte. Sie wird also charakterisiert durch die Gesamtkraft, die Summe aller einzelnen Kräfte, mit einem als Angriffspunkt gewählten Bezugspunkt B und durch das gesamte Drehmoment, das von diesen Kräften bewirkt wird, wieder bezüglich Bezugspunkt B. Hier ist wichtig, meine Damen und Herren, und das ist hier der entscheidende Punkt, dass wenn man diese gesamte Kraft an dem Bezugspunkt angreifen lässt, dass dann diese Gesamtkraft als Vektorsumme der einzelnen Kräfte bezüglich eben dieses Bezugspunktes dann gar kein Drehmoment bewirkt. Denn wenn man eine Kraft am Bezugspunkt angreifen lässt, dann ist das Drehmoment, das dadurch bewirkt wird, bezüglich eben dieses Bezugspunktes gleich Null. Weil dann hat man ja, wenn Sie sich vorstellen, die Kraft F greift direkt am Bezugspunkt an, dann wird der Verbindungsvektor R minus RB zum Nullvektor. Und dementsprechend, wenn eine Kraft am Bezugspunkt angreift, dann verursacht sie kein Drehmoment. Das heißt, die Gesamtkraft am Bezugspunkt angreifend trägt nichts zu diesem Drehmoment bei, sondern nur die Einzelkräfte, die dann alle bezüglich dieses Bezugspunktes entsprechende Drehmomente haben, werden dann insgesamt dieses Gesamtdrehmoment bewirken und daher braucht man hier sonst nichts Zusätzliches zu berücksichtigen. Also wenn etliche Kräfte Fi an dem starren Körper angreifen, dann kann diese Wirkung aller dieser Kräfte charakterisiert werden einerseits durch die Summe aller Kräfte, die Vektorsumme, die man sich angreifend denkt an dem jeweils vorgewählten Bezugspunkt E und durch das gesamte Drehmoment aller einzelnen Kräfte in Bezug auf eben diesen vorgewählten Bezugspunkt B.
Natürlich hängt das Ganze dann davon ab, was für einen Bezugspunkt man wählt. Und genau darauf kommt es an, dass man diese Freiheit hat. Und das werden Sie jetzt gleich anschließend sehen, was uns das für einen Vorteil bringt. Dass dieser Bezugspunkt B zwar festgehalten wird, aber fest vorgewählt werden kann. Und das werden wir uns gleich im Weiteren anschauen. Jetzt möchte ich nur noch einmal klarstellen, dass Sie die Aussage, die da in dieser ersten Spalte links steht, einigermaßen verstanden haben. Sie diskutieren offensichtlich über die Möglichkeiten, diesen Satz zu verstehen. Vielleicht formulieren Sie das und fragen mich auch diesbezüglich, wenn Ihnen was unklar ist. Ich wiederhole und bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Wir betrachten mehrere Kräfte Fi, die in irgendeiner Weise in verschiedenen Richtungen und an verschiedenen Punkten an diesem starren Körper, den wir betrachten, diesem Erdäpfel da, angreifen sollen. An verschiedenen Bezugspunkten Ri-Pfeil. Und nachdem wir die Wirkung von Kräften charakterisieren können, einerseits durch die Kraft und andererseits durch das dadurch bewirkte Drehmoment, machen wir das hier ebenso. Wir wählen einen festen Bezugspunkt B in diesem Körper. Und wir schauen uns jetzt einerseits an die Vektorsumme aller der Kräfte, die da angreifen. Und denken uns diese Vektorsumme angreifend an diesem Bezugspunkt B. Das heißt, es kann jetzt durchaus sein, dass wir die Angriffslinie dieser Kräfte verlassen. Sie alle greifen in der Vektorsumme an diesem vorgewählten festen Bezugspunkt B an. Und außerdem verwenden wir zur Charakterisierung der Wirkung aller dieser Kräfte das gesamte Drehmoment, das alle diese Kräfte insgesamt bewirken, bezüglich dieses selben vorgewählten Bezugspunktes B. Und so werden wir davon ausgehen können, wir können die Wirkung aller Kräfte durch die Gesamtkraft angreifend am B und das gesamte Drehmoment charakterisieren. Wobei, und das ist der entscheidende Punkt, wir deshalb davon ausgehen, dass diese Gesamtkraft am Bezugspunkt angreifen soll, weil dann und nur dann das Drehmoment, hervorgerufen durch diese Gesamtkraft, gleich Null ist. Wann immer eine Kraft am Bezugspunkt angreift, ist dann das Drehmoment bezüglich, also dass dieser Kraft zugeordnet ist, bezüglich dieses Bezugspunktes natürlich gleich Null, weil ja dann dieses R minus RB gleich Null wird und daher die Kraft selbst, die Summenkraft, nicht zum Gesamtdrehmoment beiträgt. Dieses Gesamtdrehmoment setzt sich daher nur zusammen aus der Summe über die Drehmomente, die von den einzelnen Kräften hervorgerufen werden. Also, das ist es, wie wir die Wirkung aller dieser Kräfte charakterisieren wollen. Und damit das jetzt etwas klarer wird, und Sie auch anhand eines speziellen Beispieles erkennen können, was damit gemeint ist, möchte ich jetzt zwei Fälle unterscheiden und diese Fälle mit Ihnen auch durchdiskutieren. Also, ein Fall sei jetzt so, der Fall A, dass wir annehmen, die Summe aller Kräfte F ist also die Summe über alle Einzelkräfte Fi, die da angreifen, sei ungleich Null.
Das muss ja nicht sein. Sie könnten sich ja auch alle so kompensieren, dass eben die Gesamtkraft gleich Null wird. Das wird dann der Fall B sein. Jetzt nehmen wir an, die Summe aller dieser Kräfte sei insgesamt ungleich Null, nicht gleich dem Nullvektor. Und dann, meine Damen und Herren, das ist jetzt wichtig, dann können Sie erkennen, aufgrund dieses Ausdrucks für das Gesamtdrehmoment, dass man den Ort des Bezugspunktes immer so wählen kann, man kann ihn ja beliebig wählen, dass die Differenz dieser beiden Terme, dieser Term minus diesem Term, gerade gleich Null wird. Man kann das RB so wählen, dass dieser Vektor, und das ist ja die gesamte Kraft F-Pfeil, dass dieser Vektor RB Kreuz F gerade diesen Vektor Summe RI Kreuz FI kompensiert und damit das gesamte Drehmoment gleich Null wird. Also man kann den Bezugspunkt B, das ist auch der Angriffspunkt der Summenkraft, F-Pfeil, so wählbar, dass das gesamte Drehmoment N, B-Pfeil, gleich Null ist, dem Nullvektor. Und das ist sehr angenehm, weil in dem Fall, wenn wir den und dort also dann diese Summenkraft angreifen lassen, tatsächlich die Wirkung aller Kräfte einzig durch die Summenkraft dargestellt wird und es zusätzlich kein Drehmoment ergibt. Also in dem Fall sind diese Kräfte Fi, die da alle separat an dem Körper angreifen, gleichwertig zu der Summenkraft, die an dem Bezugspunkt angreifen, den man so wählt, dass dieses Drehmoment gleich Null ist. Dann braucht man ja dieses Drehmoment gar nicht separat zu berücksichtigen, sondern dann sind alle diese Fi gleichwertig der in B angreifenden Gesamtkraft. Also den Bezugspunkt, ja, der ist so wählbar, dass NB gleich Null ist. Und wenn man den so wählt, dann ist es also so, dass damit die Fi-Pfeil sind gleichwertig zu F-Pfeil gleich Summe Fi-Pfeil, dass dieses F-Pfeil in diesem Bezugspunkt B angreift. Jetzt ist natürlich die Frage, wie komme ich auf diesen Bezugspunkt? Wie kann ich denn den ermitteln, so dass dieses Drehmoment hier gleich Null wird? Und das kann ich Ihnen insbesondere an einem einfachen Beispiel zeigen. Nehme ich an dem Beispiel, wo wir uns jetzt noch unter diesem Fall, dass diese Gesamtkraft ungleich Null ist, anschauen, was passiert, wenn die Schwerkraft, da an der Erdoberfläche, so wie hier im Hörsaal, wenn die Schwerkraft auf einen starren Körper angreift. Schwerkraft
greift an starren Körper an. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass jedes Massenelement eine Kraft Fi erfährt, die gleich ist Mi mal G-Pfeil. Entsprechend unserer allgemeinen Beziehung, die wir schon längst jetzt gefunden hatten, wie man sich die Gewichtskraft einer Masse M bestimmt. Das ist die Gewichtskraft des Massenelementes Mi, Mi mal der Fallbeschleunigung oder Gravitationsfeldstärke G. Und wenn wir uns jetzt also anschauen wollen, wie müssen wir den Bezugspunkt oder Angriffspunkt der Gesamtkraft wählen, sodass diese Gesamtkraft dann gleichwertig wird zu der Wirkung aller Einzelkräfte Fi, müssen wir den Bezugspunkt so wählen, dass dieses Drehmoment, das gesamte Drehmoment gleich Null ist. Also, wir betrachten eben dieses Gesamtdrehmoment, das von diesen Kräften hervorgerufen wird, das NB-Pfeil. Entsprechend so, wie es dort steht, also Summe über RI-Pfeil kreuz FI-Pfeil. Das ist also RI-Pfeil kreuz MI mal G-Pfeil. Das ist das FI-Pfeil. Minus RB-Pfeil, der Ort des Angriffspunktes gleich Bezugspunktes, kreuz der Summe über FI-Pfeil. Und diese FI-Pfeil sind wieder MI mal G-Pfeil. Und damit wir jetzt den Bezugspunkt finden, wo wir diese Gesamtkraft angreifen lassen können, so dass die Wirkung dann gleichwertig ist zu der gesamten Wirkung aller Einzelkräfte, wollen wir haben, dass das gleich Null wird. Denn wir wählen dann den Angriffspunkt so, dass NB gleich Null wird. Das geht ja, weil wir können ja das versuchen, das RB-Pfeil so zu wählen, dass diese Beziehung erfüllt ist. Und Sie werden sehen, das ist nicht so kompliziert. Wir werden das jetzt so machen, dass wir möglichst die Sache hier in eine einfache Form bringen. Wir schreiben zum Beispiel hier diesen Ausdruck so, dass wir den Faktor MI, der da beim G-Pfeil steht, nach vorne nehmen zum RI-Pfeil. Das ist ja nur ein skalarer Faktor. Man könnte ihn auch überhaupt aus dem vektoriellen Produkt herausziehen. Und wir machen es einfach so, dass wir das jetzt so umformen und schreiben Summe MI RI-Pfeil kreuz G-Pfeil. Also wir haben das I da noch vorgenommen und dann bleibt Summe MIR-Pfeil kreuz G-Pfeil. Und da können wir natürlich das G-Pfeil herausheben und das so schreiben. Da haben wir jetzt den konstanten Faktor G-Pfeil aus dieser Summe herausgehoben. Und andererseits sehen Sie, dass wir beim zweiten Term es so machen können, dass wir hier schreiben können, also wenn das gleich Null ist, kann man auch schreiben, ist gleich. Und auf der anderen Seite bleibt jetzt stehen RB-Pfeil und dann Kreuz, was bleibt da dann stehen? Summe über MI, das ist gleich die Gesamtmasse M dieses Körpers und wir kriegen dann heraus, das ist gleich RB-Pfeil kreuz M mal G-Pfeil.
Wieder können wir das konstante G-Pfeil aus dieser Summe herausheben und das konstante RB-Pfeil hier herausheben. Und Sie sehen jetzt, wenn man das also noch einmal sich anschaut, dass wir hier ein vektorielles Produkt mit G-Pfeil haben und wenn wir den konstanten Faktor noch vorverlegen, auch hier ein vektorielles Produkt mit G-Pfeil haben. Diese Gleichung ist jedenfalls erfüllt, falls wir annehmen, dass die Summe über mi mal ri Pfeil gleich ist wieder dem anderen Faktor vor dem g Pfeil, m mal rb Pfeil. Also der Faktor vorm g hier und der Faktor vorm g hier, da haben wir Summe mi ri Pfeil, Kreuz g, ist gleich m mal rb Pfeil, Kreuz g. Wenn die beiden gleich sind, wird auch diese Gleichung erfüllt sein. Und da können Sie jetzt erkennen, dass man daraus dieses RB-Pfeil sofort herausrechnen kann. Braucht man nur durch Groß M durchdividieren und haben 1 durch Groß M mal die Summe über MI-RI-Pfeil. Und das entspricht genau der Definition des Massenmittelpunktes. Und Sie können also erkennen, bei so einem ausgedehnten, starren Körper, der unter der Wirkung der Schwerkraft sich befindet, dass die Gesamtwirkung aller Kräfte dargestellt werden kann dadurch, dass man sagt, man betrachtet als Angriffspunkt den Bezugspunkt B, der ja hier dem Massenmittelpunkt Punkt entspricht. Deswegen nennt man für den Fall des starren Körpers den Massenmittelpunkt auch den Schwerpunkt. Weil eben der Schwerpunkt derjenige Punkt ist, wo man die Gesamtkraft, also das Gesamtgewicht des Körpers angreifend denken kann, um die gleiche Wirkung zu erzielen wie alle Einzelkräfte. Oder anders ausgedrückt, wenn man diesen Körper im Gleichgewicht halten möchte, dann muss man eine gleich große entgegengesetzte Kraft angreifen lassen, um den Körper hinsichtlich aller seiner Wirkungen kräftefrei zu halten. Sie müssen nicht jede einzelne Kraft hier entsprechend kompensieren, Sie brauchen nur im Schwerpunkt den Körper unterstützen und Sie sehen, dass es dadurch dazu kommt, dass man den Körper völlig ausgleichen kann. Diesen Fall möchte ich dadurch jetzt noch beenden, dass wir als weiteres Beispiel uns anschauen, was passiert, wenn zwei parallele gleichgerichtete Kräfte, parallele gleichgerichtete Kräfte an einem Körper angreifen. Und dann wählen wir also so einen länglichen Körper und da greift also da hier eine Kraft F1 Pfeil an und eventuell dann hier eine Kraft F2 Pfeil. Und die Frage ist jetzt, was für eine Gesamtkraft wird dadurch bewirkt? Ja, da
verbinden wir einmal hier so die Angriffspunkte, nehmen an, dass das rechte Winkel sind. Man kann die Linienflüchtigkeit dieser Kräfte berücksichtigen. Und man kriegt natürlich heraus, dass das gesamte Drehmoment, NB-Pfeil, das diesem Angriff der beiden Kräfte entspricht, einfach so wie es hier steht, die Summe über diese RI minus RB-Pfeil ist. Also wir kommen da drauf, das ist gleich R1-Pfeil minus RB-Pfeil Kreuz F1-Pfeil plus R2-Pfeil minus RB-Pfeil Kreuz F2-Pfeil. Das ist das gesamte Drehmoment. Und das wollen wir wieder gleich 0 setzen, um das RB so wählen zu können, dass dieses Gesamtdrehmoment eben 0 wird. Und das bedeutet also, wenn wir das also so legen, dass die alle senkrecht hier auf diese Verbindungslinie stehen, dass wir dann für die Beträge erhalten, erhalten wir dann, dass der Betrag von F1-Pfeil mal den Betrag von R1 minus RB gleich sein muss dem Betrag von dem F2-Pfeil mal dem Betrag von R2 minus RB. Und das besagt nichts anderes das als das Hebelgesetz. Kraft mal kraftarm ist gleich Last mal lastarm. Wenn also da dazwischen der richtige Bezugspunkt liegt, für den sich das ausgeht. Hier wird also etwa dieser Bezugspunkt liegen. Und dem entspricht also eine Gesamtkraft, die gleich ist der Summenkraft, die durch eine entsprechende Gegenkraft F-Pfeil gleich minus F1 plus F2-Pfeil nach oben wirkt, gerade aufgehoben wird. Und daraus erkennen Sie also Hebelgesetzes. Das Hebelgesetz. Und dieses Hebelgesetz werden wir dann morgen am Anfang, ja, morgen ist noch einmal Vorlesung, am Anfang experimentell vorführen mit zwei unterschiedlichen Gewichtskräften, die hier wirken, sodass man dann dieses Hebelgesetz Kraft mal kraftarm ist gleich Last mal lastarm auch entsprechend illustrieren kann. Danke für heute.